Hallo, liebe Leute. Ich möchte euch erzählen, wie es für uns war, das erste Mal mit einem Elektroauto zu fahren. Wir haben uns übers Wochenende ein Model S geliehen, ein 90D. Wir hatten schon viele Sachen uns angeschaut gehabt, was Videos angeht, von Uwe. Die Einweisung in das Fahrzeug war sehr spannend. Dadurch, dass ich viel gesehen habe, meinte der Vermieter, ich wüsste ja schon viel mehr über das Fahrzeug wie er selbst. Dementsprechend war die Einweisung recht kurz und wir konnten zeitnah losfahren. Unser erster Plan wäre erstmal, die 190 Kilometer zu uns nach Hause zurücklegen zu können. Was haben wir gemacht? Wir sind losgefahren. Nach den ersten paar Kilometern ging es bergab und da war ich schon begeistert. Rekuperieren, bergab, kein Bremsen. Das ist bei uns in der Schweiz schon ein großer Vorteil. Jo, wir sind dann um Zürich rumgefahren, Freitagabend, Feier am Verkehr. Hölle, das ist der Wahnsinn, was da los ist. Alle Helferlein eingeschaltet und völlig tiefenentspannt dran vorbeigefahren. Es war angenehm. Ich hatte keinerlei Probleme, mich daran zu gewöhnen, dass ich wieder tief sitze, weil ich vorher im Pickup gefahren habe. Das Auto hat mich unterstützt und es ging einfach voran. Zu Hause angekommen, 230 Volt angeschlossen und so viel laden, wie es geht, bis zum nächsten Morgen. Denn der Plan war, von Chur aus, also Südostschweiz, über Österreich, dann die A96 in Deutschland, A7, A6 nach Heilbronn zu fahren. Denn ich wollte wissen, kann der denn auch so wie ich fahre, mit wenig Verbrauch auskommen. Das heißt, da reicht die Reichweite für das, was ich mit dem Wagen gerne machen würde. Ja, wir sind losgefahren, wir haben viel zu viele Stops gemacht. Das hätten wir gar nicht machen müssen. Es war völlig entspannt, es war ruhig, gemütlich. Es war eine tolle Fahrt. In Heilbronn angekommen, haben wir dann mit unseren Kollegen natürlich Probefahrt gemacht. Klar, wenn man schon mal das Model S da hat. Wir haben ein paar Touren gemacht durch die Weinberge. Es war auch unsere Bekannten toll. Ich habe das erste Mal dann die Beschleunigung ausgetestet. Die war phänomenal. Aber das ist gar nicht der Grund, warum Elektroauto. Beschleunigung ist schön und recht, aber mir hat das Ganze drumherum gefallen. Dieses ruhige Dahingleiten, dieses Unbeschwertsein. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja, wir haben dann am Abend die CE16-Dose von unserem Bekannten gleich in Beschlag genommen, konnten dementsprechend auch schnell auf 80% hochladen, sind am nächsten Tag die Heimreise über Basel angetreten. Ich habe vorab schon 4 Ladekarten von diversen Anbietern geholt gehabt, obwohl wir eigentlich ja nur ein Fahrzeug leihen wollten. Aber seien wir mal ganz ehrlich, keine 50 Kilometer hat es gedauert, da wusste ich, das ist genau das, was ich möchte. Es war alles super, hat alles funktioniert. Ja, was soll ich sagen? Elektroautofahren ist möglich. Es muss nicht das Model S sein, wenn man nicht so wie wir öfter mal 800 Kilometer am Stück Langstrecke fährt. Am Stück in Anführungszeichen natürlich mit Laden zwischendurch. Aber es ist einfach angenehm, man kommt abends nach Hause, steckt den Stecker rein, man muss nicht mehr überlegen, oh, ich muss noch tanken, bevor ich morgen zur Arbeit fahre. Es ist, ja, quasi unbeschreiblich. Man muss es probiert haben. Und wenn man es probiert hat, passiert es so wie uns, dann muss es auch passieren. Nach unserer Probefahrt letztes Jahr im Oktober hat es keine 5 Monate gedauert. Da stand das Model S hier, mein Pickup war weg, der Wagen meiner Frau war weg. Ja, aber nur so geht's. Und wir sind glücklich damit. Die Rückfahrt mit unserem Verbrenner übrigens war sehr interessant. Ich war erstmal völlig deprimiert, weil aus dem Tesla raus in einen Verbrenner, ein Subaru XV, 2 Liter, 150 PS, mit einer Variomatik, zieht nicht wirklich was vom Teller. Und der erste Kreisel war dann schon extrem spannend, denn ein Subaru, der rekuperiert nicht. Das zu dem Thema. So ist es bei uns gewesen mit dem ersten Elektrofahrzeug.
Das E-Bike lasse ich mal außen vor, das haben wir schon vorher getestet, aber ein Elektroauto, das war wirklich unser erstes Mal und es wird auch dabei bleiben. Ich wünsche noch einen schönen Tag und wir sehen uns.